Hirsch machen. Kannst du gehen? Da waren Schritte. Da waren Schritte. Stefan? Ja. Verarsch mich nicht. Ich fahr das nicht. Verarsch mich nicht. Ich fahr jetzt nicht. Haben wir dich gehört? Ein herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, vom eiskalten Alex. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind heute wieder unterwegs zu einem Lost Place, beziehungsweise auch zwei. Und wir schauen uns jetzt mal an. Wir latschen hier gerade durch ein Gebüsch. Der Stefan ist mit am Start. Lynn ist da vorne, die läuft voraus. Ja, und dann gucken wir uns das gleich mal an, was uns erwartet. Ich weiß leider sehr wenig von diesem Gebäude. Stefan hat uns hier mit hin eingeladen. Ja, und mal gucken, was uns jetzt erwartet. Bleibt auf jeden Fall dran, wird spannend. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich zeige euch das mal. Wir sind jetzt gerade am Haus angekommen. Da ist der Eingang. Danke. Und jetzt gehen wir da mal rein und gucken, was uns da erwartet. Ich bin mal gespannt. Schon alles sehr kaputt. Mal gucken, wie das Ganze so wird. Nein. Was? Das ist nur Holzboden. Ich gehe nicht weiter. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Der Boden biegt. Das ist nur Holzboden und da ist kein Beton drunter. Das siehst du, da ist eine Ecke. Das merkt man auch, wenn man drauf liegt. Also hier ist Beton. Ja? Ja, hier ist Beton. So, wir stehen jetzt direkt im Lost Place drin. Wir müssen aufpassen, weil der Boden ist ziemlich gefährlich. Ja, hier haben wir ein bisschen Beton, hier ist Boden und da geht es noch eine Treppe hoch. Aber ich sage, dann gucken wir mal nach, ne? Aber so viel gibt es hier gerade nicht zu entdecken. Mal schauen, was wir noch so finden. Ja. Geht denn das auch noch gut? Wenn ich gleich durchfall, habe ich ein Problem. Also Leute, ich habe noch einen Keller gefunden. Ja. Wer kommt mit in den Keller? Naja, okay. Alles gut. So, ich gehe jetzt in den Keller. Wenn jemand da ist, bitte meldet euch jetzt. Uff. Hallo? Ja, nichts hier. Das Boden. Nur Dreck. Ich gehe hier auch wirklich an der Seite entlang, dass ich ja nicht durch den Boden breche, weil hier an den Seiten ist meistens immer noch eine Verstärkung drin. Das Gebäude ist nicht so riesig. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt zum nächsten machen. Ich zeige euch das Ganze noch einmal in einen Überblick. Dein Ernst, Alter, wo gehst du hin? Ja, heftig, ne? Hier gehen die Jugendlichen rüber. Wir wollen da ein bisschen das verlassene Gebäude füllen. Ja, machen wir mal. Ne? Was ist denn da noch für ein verlassenes Gebäude? Ich glaube, irgendein Wohngebäude. Ja, ein Wohngebäude, genau. Okay. Also ich gehe da vorne rüber. Ich kann ja. Wir gehen mal dahin. Und dann mal gucken. Neugierig sind sie auch, ne? Neugierig sind sie auch? So. So, wir sind jetzt da und wir sehen schon, was da ist. Schon sehr richtig. Ein bisschen Endzeit mit dem Gewächshaus. Da gehen wir jetzt gleich hin und gucken uns das Ganze mal an. So, wir gehen jetzt mal rein in das Haus. Ich zeige euch das mal kurz von außen.
Nice. Richtig nice. Hier, Straße, ist das echt scheiße? Alter. Alter, mit Kamin. Alter, Boden, ey. Schön Fliesen, ey. Die sind hässlich. Ja gut, aber das ist in so einem, aber in so einem Lost Place Fliesen. Und das ist, glaube ich, das sind keine Fliesen, das ist Granulat oder sowas. Ist auf jeden Fall von irgendwas kacke. Vom Tier bestimmt. Da hängen noch Bilder. Ach was. Ja. Das sah aus, als wäre jemand die Küche gewesen. Ja. Hängen die Bilder schon vorher da oder wurden die nachträglich erst dran gemacht? Das ist die Frage. Allein oh, diese Lampen. Auch hier haben wir Holzboden. Also hier ist betoniert, da nicht mehr. Ja, aber ich glaube, wenn der Teppich nicht so wirklich verranzt aussieht, dann glaube ich, kannst du noch viel. Also Leute, ich muss sagen, dieses Haus ist mega, es ist riesig groß. Es steht zwar so gut wie nichts mehr drin, man muss auch so ein bisschen auf den Boden hier wieder aufpassen. Eine echt schöne Deckenlampe. Ja, ja. Also schon, das Gebäude sieht echt mega aus, ey. Und allein, wenn man hier in diesem Gebäude drin steht, hat man echt so, jo, Apokalypse. Das ist hier echt so ein Feeling, allein mit diesen Scheiben und mit den ganzen Gebüschdinger da, ich zeige euch das mal. Mega. Wo seid ihr? Oben. Lecker. Klo. Das ist auch mal ein kleines Bad hier, die Dusche hier. Alter! Jetzt gib mal dein Tonbandgerät. Warum? Ich mache hier auch gerade EVP. Geh mal hier in den Raum rein. Das ist so creepy. Allein nur der Anblick. Yo, der Stuhl. Wir haben gerade Stimmen gehört, ganz dicht des Gebäudes. Ich habe nur gerade das Badezimmer gesehen. Was ist los? Warte, ich gehe mal zu den anderen wieder. Krass. Alter, da geht hier schon. Das ist ein Balkon gewesen, Alter. Hm? Ja. Wollen wir noch in den Keller gehen? Ja, können wir machen. Du kannst mal da hinten reinfilmen, vor allem da unten. Da, Kinderspielzeug. Voll gut. Leute, ich weiß nicht, ob das so eine Häuser immer haben, aber ich finde das echt spooky, gerade hier allein noch mit diesem einen Stuhl in diesem einen Raum. Schatz, willst du noch das EVP machen? Mach mal. Kannst du es ja dann auf den Stuhl legen. Ja, warte, ich mach gerade eine EVP. Ist jemand hier? Fühlen wir deine Anwesenheit? Wenn ja, kannst du ein Geräusch machen? Kannst du gegen die Vertäfelung kloppen? Ist jemand hier? Fühlen wir deine Anwesenheit? Stefan? Ja? Verarsch mich nicht. Ich fahr das nicht. Ach, verarsch mich nicht. Ich fahr es nicht. Wo war das? Ich bin hier unten und warte die ganze Zeit. Okay, gut, warte. Okay, gib mir die Kamera. Willst du runtergehen? Ja. Okay. Von wo kam das? Das muss hier oben. Das war, als wäre es direkt neben mir gewesen. Stefan? Ja? Ich fahr das nicht. Ich war es nicht. Kannst du es nochmal machen? Kannst du nochmal klopfen? Tu mir den Gefallen. Leute, ich bin gerade
Okay, ich höre gerade Schritte. Das ist jetzt gerade kein Spaß jetzt. Ich höre Schritte. Wir gehen noch mal raus und machen noch mal einen neuen Plan. Gleich, warte. Boah, was? Boah, das ist spooky, Alter. Okay, Leute, wir machen einen neuen Plan. Wir gehen kurz raus, ja. Wir machen einen neuen Plan. Warum? Ich habe gerade Schritte gehört, direkt neben mir. Nein. Doch, ich hab's aufs Band. Okay, Leute, nehmen wir den Rucksack. Ich will aber der Sache jetzt nachgehen. Liebes Tagebuch, heute mit Alex unterwegs. Ich bin traumatisiert. Nein. Boah. Ich hab's im Rucksack, glaube ich. Ich habe Gänsehaut. Ich gehe jetzt erstmal runter vom Grundstück und rauch erstmal eine. Das war nicht der Wind. Muss auf Play drücken. Runter vom Grundstück, bitte. Warum? Runter bitte vom Grundstück. Du ja, ich nicht. Kommst Wo du muss mit? Ich drauf drücken? Auf Play. Da waren Schritte. Okay, weißt du was? Wir kommen jetzt erstmal runter, rauchen eine und dann gehen wir nochmal ganz entspannt rein. Leute, das was jetzt ist, ist kein Fake. Ich habe gerade eben auch gedacht, Stefan hätte geklopft, aber das kam aus seiner Aufnahme komplett aus einer ganz anderen Richtung. Das heißt, wir gehen jetzt rein. Jetzt ist das erste Mal der Moment, wo wir gucken, ob hier jemand ist und was hier ist, ist wichtig. Wir kommen in Frieden. Wir wollen dir nichts Böses. Wir kommen nur hierher und wollen nur einen Beweis haben, dass es dich gibt. Klopfen wir da. Warte mal, mach das nochmal mit der Tür. Das war's nicht. Nee, das war's nicht. Okay, gut. Tritt mit uns in Kontakt. Haben wir dich gehört? Wow! Die Tür geht zu und das war kein Wind. Das war kein Wind. Haben wir dich gehört? Wow! Die Tür ging zu und das war kein Wind. Das war kein Wind. Ich glaube, das hat was mit diesem Raum. Ich habe hier auch irgendwie... Ich glaube, das hängt mit diesem Raum zusammen. Ich habe hier ein ganz... Also hier wurden, glaube ich, Rituale ausgeführt, weil der Stuhl steht da in der Mitte und dann haben wir hier noch so einen schwarzen... Bitte raus, mir wird total schlecht. Mir wird schlecht gerade? Ja. Mir wird richtig schwindelig und schlecht gerade. Ich möchte raus. Vielleicht nicht das. Okay, gut, komm. Ganz ruhig. Keine Angst. Okay, Leute, wir wissen jetzt nicht, ob es wirklich das beim letzten Mal, wo das geknallt hat, ob das wirklich auch die Tür war. Auf jeden Fall war hier definitiv. Vielleicht habe ich das noch auf den einen. Ich habe auch nichts gesehen, dass die Tür sich bewegt hat in dem Moment. Also ich weiß es nicht. Ihr habt gesehen, dass der Tür geknallt hat, weil es ist nicht windig. Aber das Geräusch kam aber auch aus einer anderen Gegend. Das stimmt. Es stand hinter dir diesmal. Diesmal war es rechts. Und beim ersten Mal war es rechts, ja. Diesmal war es rechts. Also Leute, wir können uns das jetzt gerade nicht erklären, was hier gerade vorgefallen ist, wirklich. Ich versuche natürlich, eine klare Antwort zu schaffen. Es wird schwierig werden. Wenn ich das öfters machen soll, schreibt mir in die Kommentare. Es war schon gruselig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gesehen. Die beiden diskutieren noch und deswegen sage ich, haut rein, abonniert, gebt dem Video ein Like und danke fürs Einschalten.